Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlich willkommen zur Städtli-Fasnacht 2016 in Willisau. Dass wir darüber berichten können, haben folgende Firmen erst ermöglicht. Trotz regnerischem Wetterheuer hat sich Städtli mit fasnachtsbegeisterten Leuten gefüllt. Egal welches Wetter, die Städtli-Fasnacht Willisau ist immer ein Erlebnis. Sehen Sie jetzt nach der Narrenmesse den zweiten Höhepunkt, den Einzug von der Zünft, Gucken und Gruppen am Nachmittag mit Start um 13:30 Uhr. Ich wünsche dir jetzt viel Vergnügen mit einem weiteren Teil. Streckel gibt es seit 1989, 14 Mitglieder, Oberstreckel, der Reis Bucher. Frauen müssen ein bisschen aufpassen, Streckel sind bekannt dafür, dass sie, wenn sie eigentlich unseren Morstigauer Moor rauskommen, wo sie müssen büssen, für die Untaten von vielen hundert Jahren, dass sie dann hier ein bisschen Angriffe gerät, aber heute müssen wir doch sehr, sehr friedlich sein, wie sie Moorstreckeln aus dem Osterwald. Und dann haben wir mit der Nummer 27 weiter in Willisauer Gurkenmusik unsere Let's Fets. Mit dem Tambourmajor Daniel Altisser und der Präsidentin Jacqueline Hurmer. Let's Fets sind 1993 gegründet worden und das Motto das Jahr Assassin. 34 Mitglieder. Sie organisieren wir uns an der Willisauer Fasnachtseröffnung der Rotweinparty im Rothaus. Und dafür besten Dank. Let's Fets von Willisau. Dann haben wir eine weitere Familiengruppe hier von Willisau mit der Nummer 28, Gruppe Guaba Weisser. Sie bestehen aus 11 Erwachsenen und 10 Kindern. Das Motto Arche Noah. Seit 2013 sind sie als Gruppe unterwegs und beleben Fasnacht, unter anderem eben auch in die Städtli-Fasnacht. Und sie haben sich auch dieses Jahr ganz gross wieder ins Gefühl gelegt. Viele Stunden vorbereitet und bastelt. Vielen Dank, Familiengruppe Wama Witze.
Und dann noch die letzte von den teilnehmenden Zünften, die da Willisau sind. Es ist Eglison von Hort mit dem Egli-Vater Rudolf I. und seiner Frau Judith. Das Freiburg-Paar ist der Hans-Peter I. und Michaela. Eglison Hort gibt es seit 1978. Sie haben 92 Mitglieder. Wegen Zelligkeit und Kameradschaft. Ein spezieller Maske hat sie auch dabei, das ist die sogenannte Orber Madonna. Die hat um die Jahrhundertwende 1900 zum Orber Alltag gehört, mit Kindern zum Dorf. Um ihr Haus baumelt so eine Siegerband, ein grosses Medaillon. Und in die vorstehenden Backstreet werde ich den Hülf von roten Sikonien, Backstreetpapier, zweiten Hülf. Orber Madonna. Wir haben hier 2, 3, 4, 8, 6 Exemplar dabei. Und jetzt haben wir alle ein bisschen blau. Bei der letzten Nummer mit 30 nehme ich Lösli-Rucker. Ihr Motto dieses Jahr zusammen abgestürzt und immer noch blau. Lösli-Rucker mit dem Tambourmajor Philipp Wieser und dem Präsident Peter Burmer. Sie sind 1977 gegründet worden, haben 25 Mitglieder und ihnen der uns Anlass für uns zurückgetreffen, am Samstag noch den Anfang eröffnet. Schwester Drucker, eine von unseren 5 Willisauer Druckermusiken. Noch zum krönenden Abschluss von unserem Einzug mit der 31-Gruppe ZFX von Willisau. ZFX, das heisst übersetzt das Fasnacht-Sing. Das sind ehemalige von der Schlösslinger unter dem Rodelführer Peter Berger. Gründungsjahr ist es nicht genau, aber so legt der Wert auf, dass das Tor der Güserhexer ist. 19 ZFX und Frauen und Kind im Schlepptau kommen da hoch auf dem Wagen. Als Eingehörer mittlerweile fest zum Willisauer Fasnachtsbild. Mit ihrem Sattelschlepper, mit Anhänger sind sie unterwegs und schenken Nachrüdertee aus. Das macht man sicher mittlerweile. Auch wir werden in Jungen, wir haben den Umzug gut geplant, mit trockenem Wetter können durchführen. Das freut uns natürlich und wir hoffen, dass es noch wieder so bleibt. Denn jetzt geht es erst so richtig los. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spass an den verschiedenen Schauplätzen, an den verschiedenen Fahrbietungen und den Lokalitäten und Fahren, wo wir sie hier parat gemacht haben. Dieser Beitrag über die Städtli-Fasnacht Willisau hat nur dank folgenden Inserenten realisiert werden. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch hier zu Willisau und hoffen, wie gesagt, dass Sie noch ein bisschen bleiben. Die Städtli-Fasnacht bleiben hier von außen. Die verschiedenen Attraktionen und Stände anschauen. Und wie gesagt, wir haben auch Dinge ausgebaut dieses Jahr. Wenn es wieder sagt, wir haben kein Problem. Nebst dem Zelt hier vor dem Rathaus, der Kanettenzelt ist auch Kanettenbad, das Rathaus selber offen, also es hat gut Platz. Im Innenplatz oben haben wir noch ein Schüttbier gestellt und sonst diverse Bars hier rundherum. Hier sind Sie am Nachmittag, machen Sie Fasnacht und kommen Sie das nächste Jahr wieder. Herzlichen Dank!